Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. So, ich muss mich gerade mal daran erinnern, was man machen wollte. Und zwar, genau, wir sind noch in diesem System mit den drei Wasserwelten von zuletzt. Und hier ist ja auch der Planet B1 mit einem sagenhaften Radius von, was war es, 237 Kilometer oder so. Und dann wollten wir uns hier angucken. Machen wir auch. Ich war irgendwie schon drauf und dran. Den Kurs zu plotten, weil ich habe jetzt irgendwie gestern nicht gespielt und war schon Kurs plotte und weiterfliehe, aber da dachte ich, huch, da war doch immer noch was. Weil, ja, gibt auch ein bisschen was Neues bezüglich Elite. Das heißt neu, die News sind schon gestern rauskommen. Ich bin natürlich wieder spät dran, beziehungsweise ein bisschen im Voraus aufgenommen. Oh, wow. Zu nah, muss ein bisschen weg. Der ist wirklich klein. Also gerade noch ein bisschen Abstand gewinnen hier. Damit man nicht direkt irgendwie in den Gleitmodus übergehen. So, Moment. So, den müsste man eigentlich nur in Sonde brauchen, oder? Dann gehe ich mal schwer davon aus. Okay, das war seltsam. Jo, wir haben hier keinerlei Signale, aber das ist gar nicht schlimm. Hallo? Guck ich das mal an. Heute mal schon lange nicht mehr, oder? Wirkt irgendwie wie so ein besserer Asteroid von hier aus. Oh. Ganz schön zerdellt. Ah ja, jetzt sind wir irgendwie nah dran. Hier links ist was ganz Schönes hingeschlagen. Guckst du ja schon, wo man hier überhaupt landen könne. Ich war an mir gewohnt. So, gucken wir mal. Ich muss das da gleichzeitig noch ein paar Bilder machen. Und zwar, genau, Update 7 ist ja jetzt ausgerollt und Frontier hat in einem Development Stream kleine Ausblicke gewährt. Also ich habe den Stream nicht geguckt. Ich habe auch nur das im Forum, die Zusammenfassung gelesen, was mit Update 8 geplant ist und was darüber hinauskommt. Also natürlich Update 8, die wichtigste Issues sollen natürlich gemacht werden. Irgendwas mit Kanteklettung, mit zu Fuß, wenn man zu Fuß unterwegs ist, muss irgendwas hin. Natürlich Performance Improvements. Und uiuiuiui. Genau, also die Top-Tickets wollte sie natürlich machen. Das sieht irgendwie seltsam aus hier. Ist irgendwie komisch, wenn man gleichzeitig was erzählen will und was gucken will, weil es so interessant aussieht. Wir gucken, wo wir erstmal landen können. Ach genau, und das schiebe ich noch vorher rein, bevor ich es vergesse. Der Landebug, den immer hier an. Der ist scheinbar, also wie gesagt, ich habe ja erwähnt, es gibt das Ticket, aber ich habe heute jetzt erfahren, der Bug ist sogar schiffsspezifisch, also der tritt nur bei der Clipper auf. Deshalb haben den auch so viele aus dem deutschen Forum nicht. Das ist nur ein anderer Commander, Mitcommander, der hat das auch und der ist auch mit einer Clipper unterwegs. Und du gibst jetzt scheinbar aktualisiertes Ticket im Issue-Tracker. Das ist interessant. Genau, das wollte ich noch einschieben. Und na, ein bisschen nach vorne. Dann steigen wir mal aus. Und genau, also was kommt mit Update Nummer 8? Neben den Tickets, den am meisten hochgewoteten, noch ein Grund, weil das hoch so wurde, kommen Emotes. Also, dass man halt
per zu Fuß grüßen kann. Irgendwie, keine Ahnung, winke oder was man halt so aus andere Multiplayer-Online-Spiele auch kennt. Keine Ahnung, wie weit sie da gehen wolle. Haben wir es nicht so ganz genau angeguckt, weil so, also sehr interessiert mich das jetzt nicht. Ist aber scheinbar gewünscht oder gut, eigentlich gehört das, man kann fast schon sagen, so guter Ton bei Multiplayer-Spiele. So irgendwie, ja. Genau, das soll rinkommen. 18 Meter, das stimmt da vorne und hinten nicht, oder? Das ist wirklich so ein Berg hier. Sind wir schon mal aufgesetzt hier? Ja, irgendwas ist das seltsam. Genau. Also die Emotes soll drin kommen. Mit Update 8. Und dann eine neue Technik. 4 Spieler Multicrew. Fantastisch. So, da können wir aber bestimmt aussteigen, oder? Problematische Temperaturen, aber mehr könne. Das machen wir auch. Genau. 4 Player Multi-Crew, nämlich in die Anaconda, die Beluga Liner, die Federal Corvette, die Imperial Cutter Typ 9, Typ 10 und die Alliance Crusader. Kommt noch ein zusätzlicher Pilotensitz drin. Ja, also auch für Multiplayer. Guck mal hier unser Dings, Sterndingens, Formation. Was sind die Temperaturen? 1400, das geht hier noch. Ich liebe das mit einer kleinen Planete. Ich liebe das. Oh, cool. Was ist denn diese Anzeige, die hier so rapide fällt? Ist das gut oder ist das schlecht? Dass der Balken um das aus links ohne. Was ist denn das eigentlich? Das ist die Energie. Ja, die Anzugsenergie ist das näher dran. Das ist wahrscheinlich die Körperenergie, weil es sonst nicht so gut geht, oder? Huiuiuiui. Bessert sich das hier wieder? Nee, nicht. Wow. Ja, noch ein bisschen Zeit. Ich kann mal noch schnell ein Bild machen. Hoffe ich doch. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich tue mir dabei insteigen. Dann gehen wir nochmal raus. Ich will noch ein Bild von vorne haben. Ja, 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 ja. Alles, alles, alles gut. Was passiert denn eigentlich, wenn man das verbraucht? Keine Ahnung. Wir gehen am besten mal mit diesem hier raus. Das ist wahrscheinlich besser. Haben wir es einfacher. Genau, also, ach je, ich glaube, mir soll das erst eine Planete abhandeln, bevor ich mit diesen Updates hier anfange. Weil sonst irgendwie funktioniert das doch eh nicht. Hallo? Schatzkeks. So, noch irgendwie festgehung. Uncool. So, ich meine, wenn wir schon mal auf so einem Planet sind, so einem kleinen, würde ich auch ein paar Bilder machen eigentlich. So. Genau, wir halten uns nicht so lang auf hier, fliegen wir lieber noch ein bisschen weiter. Aber da wollte ich halt drauf aussteigen. So, können wir da jetzt eigentlich, ist dann die Energie wieder auf aufgefüllt? Müsste ja eigentlich, oder? Hab's noch nie gemacht. Ja, genau, die ist noch grün, das ist sehr gut. Thank you.
Die Energie geht schnell runter. So klasse. Matrix. Bullet Time. So, komm. Genau, ich würde sagen, hier Fliedermoor weiter mit Motto. Also viel gibt es jetzt hier nicht zu sehen. Aber wie er da steht. Unglaublich. Was so Katz die Menge macht. Eieieiei. Nee, Moment, das da war aber. Ups, da, ne? Doch, passt doch. Ich hab gedacht, das wäre zu komisch, aber scheinbar doch nicht. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem Eigentlichen. Das muss endlich mal durchkriegen. Also, wie gesagt, diese Update 8 kommen Emotes, schon angesprochen, und die 4-Player Multicrew. Genau. Nur frage ich mich, was wird denn das dann? Ender kann das Raumschiff fliehen. Ender kann mit dem SAV raus. Das ist. Ne, Moment. Ender kann das Raumschiff fliehen. Ender kann Fighter bedienen. Was machen dann die anderen? Bin gerade überfragt. Was die dann irgendwie machen sollen können. Kann ich mir momentan noch nicht so vorstellen. Oder irgendwie, Enna flieht das Schiff, Enna ist im SAV unterwegs, Enna mit dem Fighter. Oh, dann hätte man immer noch Enna übrig. Keine Ahnung. Genau, auf jeden Fall die angesprochenen Schiffe: Anaconda, Beluga, Corvette, Cutter. Tipp 9, Tipp 10. Allianz Crusader kriegt zusätzlicher Sitz und ja, zusätzliches Multicrew. Dann wird es die für Colonia gibt es ein paar Odyssee Ingenieure, die das halt noch so das übliche halt upgraden können. Und dann wahrscheinlich das Spannendste von dem Update 8 finde ich, das ist das. Die Megaschiffe, die es da gibt, dass die Inneneinrichtungen kriegen. Also da kann man auch rumlaufen wie in Stationen. Und das bedeutet, auf diesen Schiffen wird es auch Vista Genomics geben und Frontline Solutions. Oh gut, ja, das macht wahrscheinlich nur in The Bubble Sinn, Frontline Solutions. Genau, aber Vista Genomics auf Megaschiffe, das ist doch schon mal was. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, inwiefern. Da müssen wir aber da was ändern. Furchtbar. Inwiefern Megaschiffe so in der Galaxis verteilt sind, weil das bezieht sich jetzt noch nicht auf Fleet Carrier. Das sind einfach nur die normale Megaschiff. Außer halt so Rescue Megaships, also die ab und zu im Einsatz sind, wenn so Station angegriffen wird und man dort die Passagiere abladet. Die Rescue-Megaships, die bekommen das momentan noch nicht, aber halt andere. Wenn jemand weiß, wie sehr Megaschiffe, also von Frontier halt, also nicht Fleet Carrier, in der Galaxie verteilt sind, kann er ja gerne mal Kommentare erlassen. Ich weiß es leider nicht. Oh, hier ist sonst schon nichts. Können wir uns auch nochmal um die Routenplanung bemühen. Ist nämlich wieder falsch. Dann wird es möglich sein, die Kosmetikartikel, sage ich einfach mal, von Horizons auch in Odyssey zu nutzen. Das bezieht sich wohl auf die ganze Anzüge, also die Farbe von der Anzüge und so Kram und irgendwelche Muster und was weiß ich alles. Also das wird dann möglich sein. So. Jetzt müsste das schon eher passen. Ja, F-Stern, alles klar. Genau. Das kommt drin. Und dann kommen wohl erweiterte Missionstype dazu und Verbesserungen an Missionen. Und da
bleibt halt abzuwarten, was das wird. Da sind okay so Details bekannt. Aber ich finde, das Coolste sind halt wirklich die begehbaren Megaschiffe mit Vista Genomics drauf im Update 8. Oh, natürlich Performance-Verbesserung. Das ist natürlich immer gern gewollt und gern gesehen. Dann haben sie aber auch angekündigt, was danach kommen soll. Also nach Update 8. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, ob das jetzt Update 9 ist. Oh, guck mal hier. Oder noch was. 88. Wow. Okay, wir sind jetzt erstmal beschäftigt. Also weitere Updates, die kommen werden. Also es steht ist noch nicht auf dem Plan, ob das jetzt Update 9 sind wird oder eine weiternde Zukunft. Aber auch zu, haben wir zwei nette Dinger notiert. Das eine ist ein Twin Seed Combat SRV. Also zwei, also ein SRV in neuer quasi, der Zweisitzer ist und für Kampf ausgelegt ist. Ich vermute mal stark, also ich würde echt wette, dass das dann so ist, dass das ein SRV sein wird, wo zweiter Pilot in diese Kuppel drin gehen kann und das der Geschützturm, also der Geschützturm bedienen kann. Das hört sich so, also denke ich mal, ist am wahrscheinlichsten mit dieser Neuerung gemeint. Ja, ich sag mal so, es ist ein guter Anfang, oder? Weil SAV-Type unterschiedliche Wasserwelt wurde ja schon, also eigentlich ewig mal gefordert. Es ist nicht das, was ich mir so als Explorer vorgestellt hätte. Und da würde mir jetzt andere SAV-Type erstmal in den Sinn kommen, mit denen ich wahrscheinlich mehr Spaß hätte. Hallo? Aber es ist schon mal Anfang. Dass es so Kampf-SAV gibt, das denke ich mal, ist dann wahrscheinlich wirklich für den Bodenkampf oder so interessant. Also Multiplayer-Gedöns. Ja, wenn sie so anfangen, wieso eigentlich nicht? Dann besteht auf jeden Fall wahrscheinlich, nehme ich mal an, die Hoffnung, dass es auch noch völlig andere SAVs geben wird. Keine Ahnung, einer mit viel Land, einer mit viel Frachtkapazität, einer besonders schnell ist oder so und sowas halt. Aber wie gesagt, eher immer nur Twin Seed Combat SRV. Für Multiplayer wahrscheinlich sehr interessant. Und dann, das ist wahrscheinlich das Geilste, wo die Leute ewig schon drauf warten. Und das ist Innenausstattung bei Fleet Carriern. Also, dass man halt auch auf Fleet Carriern rumlaufen kann. Das soll kommen oder wird kommen. Und das beinhaltet dann natürlich auch, dass Vista Genomics in die Fleet Carrier einzieht. Also wenn man das Modul natürlich kaufen und bezahlen will. Das wäre wahrscheinlich alle Explorer machen. Weil es ist ja dann schon sinnvoll, wenn du dann direkt nicht nur dein Universal Cartographic Starter abgeben kannst, sondern auch direkt die Bio-Proben. Und dann passiert das auch nicht, dass du irgendwie durch einen Unfall die verlierst, weil das kann ja momentan noch vorkommen. Selbst wenn du Fleet Carrier hast, die Biodaten kannst du nicht abgeben, die können futsch gehen. Genau, und das ist sowohl das allerbeste, wahrscheinlich die Neuerung, was sie mal angekündigt haben, aber immer mit Vorsicht zu genießen, da noch kein genauer Zeitplan und ist alles, wie sagt man im Englischen so schön, subject to change, kann sich noch ändern. Aber ich denke, das ist noch schon mal eigentlich recht schöne Aussichten, denke ich. Wobei ich ja schon zufrieden wäre, wenn die Performance endlich richtig gut wäre. Aber mal gucken, was Update 8 macht. Das müsste dann eigentlich, warte mal, Mitte, Ende Oktober, oder? So ungefähr. Naja. Das sind jetzt alles nur Spekulationen von mir. Lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall Fleet Carrier Interiors komme. Das ist schon mal schön. Und Megaschiff Interiors, die komme vorher. Alles gut. Und dann hoffe ich, dass wenigstens noch ein paar Leute in eine Bug mit der Clipper beheben. Hochvote. Ich endlich wieder normal landen kann. Ist aber irgendwie fantastisch. Oder was ist denn? Sarkastisch gemeint, fantastisch. Oder eher
kurios, dass das nur bei einem bestimmten Schiffstyp auftritt. Das ist irgendwie sehr, sehr seltsam. Da wäre man ja fast versucht, früher auf unser Anaconda zu wechseln, aber ich wüsste halt nicht, wie das funktionieren kann, weil wir kommen so schnell nicht irgendwo vorbei, wo ich das Schiff tauschen könnte. Und ich bin jetzt auch wenig motiviert, jetzt nochmal in die Bubble zurückzufliegen und dann, na komm, steigen wir in die Anaconda und mache dann weiter. Das habe ich jetzt eigentlich auch geluscht. Ich meine, beim Lande können wir es jetzt überlüschte. Also einfach so weit runter, bis so auf 1-2 Meter und dann das Fahrwerk ausfahren, dann das macht das Ganze viel angenehmer. Das Dumme ist halt wirklich nur, wenn du halt weiter wegfahren willst, wenn du ein paar bisschen Materialien sammeln willst und dann haut das Schiff halt ab. Und dann hast du halt den Salat, wenn du es nochmal rufst. Sprich, der Salat ist dann, dass es ewig teilweise dauern kann, bis du nochmal parken kannst. Das ist irgendwie sau schwer, den Eintrittspunkt zu finden, wenn das Ding irgendwie so 50 Meter über dem Boden schwebt. Uncool. Das ist so das Ende, was das Ganze ein bisschen doof macht. Naja, aber ich schätze, da müssen wir durch. Naja, nur die Harten kommen in den Garten. So, jetzt ist das da wieder ein verklastertes System. Ach, so großes System wollte ich jetzt wirklich schon lange nicht mehr. Sehr schön, dass man die Gasriese hier mitnehme. So. Und jetzt haben wir nur noch Monde. Ja, du erstmal gar nicht, wo man anfangen soll. Zack. Alter Schwede. Also wir haben AB5 ist terraformierbar, AB7 ist eine Wasserwelt. Hammer. Naja, die Ringe sind nicht so erwähnenswert. Ein Ring mit 1520 Kilometer Umfang oder nee, Radius. Close Orbit, aber das ist eher Binary Partners. So. Hui. Okay. Wie weit bist du entfernt? 300. Kugel, du bist die Wasserwelt, oder? Genau, und du bist terraformierbar. Auch mit Ring sogar. Aber nicht landbar. Auch nicht landbar drinne. So, was ist denn da unten? Riesige Atmosphäre hier. Auch nicht landbar. Ihr? Wie groß sind ihr? 500, 700, okay. Gut. Dann würde ich sagen, müssen wir hier wohl
scanne, beziehungsweise mache ich auf jeden Fall. Und ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass wir schon wieder 25 Minuten haben. Deshalb würde ich sagen, ich scanne die doch noch fertig und auch die Wasserwelt. Wir haben ja als quasi Highlight schon den kleinen Planet angeguckt. Haben es noch 30 Sprünge bis zu dem großen Eisdingens, Kirchens Planet. Und dann würde ich sagen, genau, nochmal der Hinweis, Samstag, 9:30 abends wird gestreamt. Und zwar nehme ich mal stark an, dass man dann dort erst für den Eisplanet fliehe und dann an diese andere Sehenswürdigkeit, die dort in diese Richtung ist und nicht so weit weg wahrscheinlich. Genau, Samstag 9:30, wäre schön, wenn er Zeit hätte. Explore mal wieder eine Runde. Genau, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.